Im ersten Teil haben wir gelernt, was Gruppen sind und dass einfache Gruppen die sind, die keine interessanten Normalteile haben. Ich habe den folgenden Abschnitt mit einfache Gruppen überschrieben. Sie werden allerdings sehen, dass es ganz so einfach nicht werden wird und ich zusehends mehr Handwaving anwenden werde. Vielleicht sollte man besser sagen, dass wir uns zunächst die einfachen Gruppen anschauen, die sich ordentlich klassifizieren lassen. Zumindest am Anfang ist es aber wirklich noch simpel. Wir haben bereits ein Beispiel für eine einfache Gruppe gesehen, nämlich dieses hier, die Addition modulo 5. Die Begründung dafür, dass die Gruppe einfach ist, ist der Satz von Lagrange. Die Gruppe hat fünf Elemente. Jede ihrer Untergruppen muss als Ordnung eine Zahl haben, die ein Teiler von 5 ist. Weil aber 5 eine Primzahl ist, kommen nur die Teiler 1 und 5 in Frage. Es gibt also keine nicht-trivialen Untergruppen und damit erst recht keine nicht-trivialen Normalteiler. Offensichtlich funktioniert dieselbe Begründung für jede Primzahl, womit wir auf einen Schlag unendlich viele Beispiele für einfache Gruppen haben. Addition modulo 2, Addition modulo 17, Addition modulo 41 und so weiter. Man nennt solche Gruppen übrigens zyklisch, weil man alle Elemente der Gruppe durch wiederholtes Anwenden der Gruppenoperation auf ein bestimmtes Element erhalten kann. Das Element ist in diesem Beispiel die 1. Jedes andere Element ist eine Summe von Einsen. Damit verlassen wir bereits die Klasse der abelschen Gruppen. Jede einfache abelsche Gruppe ist isomorph zu einer dieser zyklischen Gruppen und alle anderen abelschen Gruppen sind nicht einfach. Im Folgenden werden wir es also nur noch mit Gruppen zu tun haben, die nicht abelsch sind. Auch die nächste Klasse von Beispielen ist noch recht übersichtlich. Wir hatten bereits gesehen, dass Permutationen eine wichtige Rolle in der Theorie der Gruppen spielen. Ich werde auf Permutationen jetzt allerdings nur kursorisch eingehen. In meinen Vorlesungsvideos aus der Zeit vor 2016 können Sie bei Interesse ausführlichere Darstellungen der Einzelheiten finden. Auf dieser Folie sehen wir exemplarisch zwei Permutationen der Zahlen 1 bis 5. Die Menge aller Permutationen dieser fünf Zahlen bildet, wie wir uns schon überlegt hatten, mit der Komposition als Verknüpfung eine Gruppe, die man die symmetrische Gruppe mit fünf Elementen nennt, kurz S5. Allgemein ist mit Sn die Gruppe aller Permutationen von n verschiedenen Objekten gemeint. Sie wissen wahrscheinlich, dass es n Fakultät solcher Permutationen gibt, in diesem konkreten Fall also 120. Man kann sich leicht überlegen, dass man jede Permutation als Abfolge von Vertauschungen zweier Elemente, die man Transpositionen nennt, darstellen kann. Wir sehen hier, wie man das machen könnte. Man muss es allerdings nicht so machen. Es geht auch anders. Allerdings ändert sich dabei nie die Parität. Damit ist gemeint, dass die Anzahl der benötigten Transpositionen entweder immer gerade oder immer ungerade ist. Die linke Permutation, die im Beispiel durch drei Vertauschungen erreicht wird, lässt sich, egal wie Sie es anstellen, nur durch eine ungerade Anzahl von Transpositionen realisieren. Und die rechte nur durch eine gerade. Man nennt eine Permutation wie die rechte eine gerade Permutation. Und die Menge aller geraden Permutationen von n Objekten nennt man die alternierende Gruppe AN. AN ist nämlich eine Untergruppe, sogar ein Normalteiler von SN und enthält immer genau die Hälfte aller Permutationen. Und wenn n mindestens 5 ist, dann ist AN eine einfache Gruppe. Damit haben wir eine weitere Klasse von unendlich vielen einfachen Gruppen. Der Beweis dafür ist nicht schwer, aber zu technisch, um ihn in diesem Video vorzuführen. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass es erst ab n gleich 5 klappt, weil man im Beweis einen kleinen Hütchenspieltrick anwenden muss, für den man mindestens 5 Objekte braucht. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, hängt das eng damit zusammen, dass es ab dem fünften Grad keine allgemeine Lösungsformel für Polynomgleichungen gibt. Deren Untersuchung war ja im historischen Rückblick der Ausgangspunkt der Gruppentheorie. A5 ist nicht nur die kleinste alternierende Gruppe, die einfach ist, sondern damit auch die kleinste einfache Gruppe, die nicht kommutativ ist. Weil S5 120 Elemente hat, hat A5 60 Elemente. Alle anderen einfachen Gruppen sind größer, teilweise sehr viel größer, wie wir noch sehen werden. Die dritte Klasse von Beispielen für ordentlich klassifizierbare einfache Gruppen ist die mit Abstand komplizierteste. Von einfach kann hier eigentlich keine Rede mehr sein. Es geht um die Dinge, mit denen sich der eingangs erwähnte Sophus Lie beschäftigte und die heute nach ihm benannt sind. Man könnte sagen, dass es die Theorie der kontinuierlichen Symmetrien ist. Sie ist wichtig für die theoretische Physik, taucht aber auch in der Mathematik in vielen Bereichen auf und hat sowohl geometrische als auch analytische Aspekte. Um das auch nur im Ansatz darzustellen, braucht man dicke Bücher oder mehrere Semester an der Universität und ich würde mich als Lehrender mangels eingehender Kenntnisse dafür nicht eignen.
Darum werde ich für dieses Video nur ein paar ganz simple Beispiele herauspicken, obwohl sicher einige Zuschauer dem trotzdem nicht mehr werden folgen können, weil ich nicht alle Details erklären werde. In dem Fall kann ich bestenfalls darauf verweisen, dass man irgendwo unter meinen über 2000 Videos wahrscheinlich die fehlenden Informationshäppchen finden wird. Eine klassische Lie-Gruppe ist die der komplexen Zahlen ohne die Null zusammen mit der Multiplikation. Das ist schon mal etwas anderes als alle bisherigen Beispiele, weil es sich um eine unendliche Gruppe handelt. Für das, was Lie damit machte, war aber noch ein ganz anderer Aspekt wichtig. Die Gruppenoperationen, also sowohl die Verknüpfung als auch das Bilden von inversen Elementen, sind differenzierbare Abbildungen. Die algebraische Struktur verträgt sich also mit der Analysis. Man kann, wie es in der Analysis üblich ist, untersuchen, welche Auswirkungen sehr kleine Änderungen haben. Eine Untergruppe dieser Gruppe bildet der Einheitskreis, die Menge der komplexen Zahlen mit dem Betrag 1. Hier erkennt man auch sofort den geometrischen Aspekt dieser Gruppe, denn die Multiplikationen mit Zahlen auf dem Einheitskreis sind ja genau die Drehungen um den Ursprung. Wir haben es hier also im Prinzip mit einer unendlichen Drehgruppe zu tun. Wir schauen uns noch ein einfaches Beispiel an. Versehen mit der Matrixmultiplikation bilden die reellen regulären 2×2-Matrizen eine Gruppe, die ebenfalls eine Lie-Gruppe ist. Man nennt sie die allgemeine lineare Gruppe, GL2R. Die Matrizen aus dieser Gruppe, die skalare Vielfache der Einheitsmatrix sind, bilden einen Normalteiler. Und die Faktorgruppe, die man erhält, wenn man durch den teilt, nennt man die projektive lineare Gruppe, PGL2R. Für die endlichen Gruppen, um die es in dem Video geht, könnte ich es bei dieser abstrakten Definition belassen. Ich möchte aber zumindest im Vorbeigehen kurz auf die geometrische Bedeutung dieser Begriffe und den Grund für das Adjektiv projektiv eingehen. Es geht nämlich hier um projektive Geometrie, die in ihren Ursprüngen etwas mit den Problemen der perspektivischen Darstellung in der Kunst zu tun hat. Und wir sind damit auch wieder bei dem vorhin erwähnten Möbius. Allerdings geht es jetzt nur um die allereinfachste eindimensionale projektive Geometrie. In heutiger Terminologie betrachten wir die reelle Zahlengerade und fügen einen Punkt im Unendlichen hinzu, der hellblau dargestellt ist. Wohlgemerkt, wir fügen einen Punkt hinzu, nicht wie üblich zwei. Links und rechts soll es sich also um denselben Punkt handeln. Man stellt sich das manchmal auch so vor, dass man die Zahlengerade um einen Kreis wickelt, sodass sich seine beiden ins unendlich strebenden Seiten in einem Punkt treffen. Die Matrizen, über die wir eben sprachen, bilden nun eine Gruppe, die auf dieser sogenannten projektiven Geraden operiert. Die Matrix mit den Einträgen A, B, C und D projiziert den Punkt X auf den Punkt AX plus B durch CX plus D. Damit das alles passt, muss man allerdings entsprechende Regeln für das Rechnen mit dem neuen Punkt unendlich einführen. Das Teilen durch den Normalteiler ist deshalb nötig, weil es immer unendlich viele Matrizen gibt, die dieselbe Projektion bewirken, nämlich die, die skalare Vielfache voneinander sind. Durch das Bilden der Faktorgruppe werden solche Matrizen identifiziert. In diesem Sinne ist die geometrische Bedeutung der projektiven linearen Gruppe, dass sie die Gruppe aller Projektionen der projektiven Gerade ist. Inzwischen scharren sie aber mit den Füßen und fragen sich, was das alles mit endlichen Gruppen zu tun hat. Diese Lie-Gruppen, die der Weitz da vorführt, sind doch alle unendlich. Aber das war ja nur als historische Begründung gedacht. Viele der Lie-Gruppen, die beispielsweise in der Physik verwendet werden, kann man statt über den reellen oder komplexen Zahlen auch über endlichen Körpern betrachten. Das Symbol für die reellen Zahlen, das wir auf der letzten Folie sahen, ersetzt man dann durch den Buchstaben Q, der für den Körper mit Q-Elementen steht. Und statt der projektiven linearen Gruppe ist für die Theorie der einfachen endlichen Gruppen eher die sogenannte spezielle projektive lineare Gruppe interessant, bei der man nur Matrizen betrachtet, deren Determinante 1 ist. Aber ansonsten ist das die Konstruktion, die wir gerade gesehen haben. Nur, dass die Gruppen natürlich endlich sein müssen, da es über einem endlichen Körper auch nur endlich viele n-Kreuz-n-Matrizen gibt. Bemerkenswert ist dabei übrigens, dass schon Galois solche Gruppen untersucht hat, wie man bei der Sichtung seines Nachlasses feststellte. Unter anderem interessierte sich Galois für PSL 2.7. Ich habe mir den Spaß gemacht, die Anzahl der Elemente dieser Gruppe mit einem Computer auszurechnen, um zu demonstrieren, dass wir uns auf einem für heutige Verhältnisse recht übersichtlichen Terrain bewegen. Galois hatte allerdings weder Computer noch Matrizen zur Verfügung. Es kommt jedenfalls 168 heraus. Heute wissen wir, dass das die zweitkleinste nicht-abelsche einfache Gruppe ist. Wenn man andere Werte für n oder q nimmt, erhält man mit der auf dieser Folie gezeigten Methode noch unendlich viele andere einfache Gruppen, die alle keine zyklischen oder alternierenden Gruppen sind. Also keine, die wir vorher schon erwischt hatten.
Und es gibt noch diverse andere Wege, aus klassischen Lie-Gruppen endliche Gruppen zu machen, indem man mit endlichen Körpern arbeitet. Insgesamt gibt es 16 Serien, die jeweils aus unendlich vielen einfachen Gruppen bestehen und die man zusammenfassend Gruppen vom Lie-Typ nennt. Aber keine Angst, die anderen schauen wir uns nicht mehr an. Ich möchte allerdings noch kurz auf einen anderen interessanten Zusammenhang eingehen. Man könnte zunächst denken, dass durch den Einzug der endlichen Körper die Algebra die Geometrie verdrängt hätte. Tatsächlich bedeutet das aber in vielen Fällen lediglich einen Übergang zur endlichen Geometrie. Hier sehen wir beispielsweise die sogenannte Fano-Ebene, benannt nach dem Italiener Gino Fano, einem der Väter der endlichen Geometrie. Sie besteht aus 7 Punkten, das dürfte offensichtlich sein, und 7 Geraden, das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz klar. Mit Geraden sind in dieser schematischen Darstellung die 6 geraden Strecken gemeint, aber auch der Kreis zählt als Gerade. Man muss sich von der klassischen Idee befreien, dass Geraden etwas sein müssen, das gerade aussieht. In der abstrakten Geometrie sind Geraden einfach bestimmte Mengen von Punkten und hier enthält jede Gerade genau 3 Punkte. Man kann diese Punkte nun wieder permutieren. Dafür gibt es 7 Fakultät, also 5040 Möglichkeiten. Ziemlich viele. Aber nur 168 von denen sind geradentreu. Damit ist gemeint, dass Geraden auch auf Geraden abgebildet werden. Solche Permutationen nennt man Kollineationen. Moment mal, hatten wir die Zahl 168 nicht gerade auf der letzten Folie? Genau. Die Gruppe der Kollineationen der Fano-Ebene ist, bis auf Isomorphie, die einfache Gruppe PSL27, über die sich schon Galois Gedanken gemacht hat. Und die in der modernen Sichtweise die kleinste Gruppe vom Lie-Typ ist. Mal wieder ist es so, dass in der Mathematik alles mit allem zusammenhängt. Wir sind auf jeden Fall so weit, dass wir die anfangs zitierte Frage von Hölder von 1892 verstehen können. Hölder wollte eine Übersicht über sämtliche einfache Gruppen endlicher Ordnung haben. Wie ich in anderen Videos schon sagte, ist eine der wichtigsten Tätigkeiten der Mathematiker die Klassifikation von Objekten. Man möchte sich, wie Hölder es formulierte, eine Übersicht verschaffen. Im Allgemeinen wird man es, wie auch bei den einfachen Gruppen, mit unendlich vielen Objekten zu tun haben, sodass man sie nicht einfach alle fein säuberlich aufschreiben kann. Aber man kann idealerweise ein Ablagesystem finden, sodass jedes der Objekte in genau ein Schubfach passt. Das, was wir bisher zusammengetragen haben, sieht so aus, als könne man mit so einem Plan Erfolg haben. Wir kennen 3 Kategorien von einfachen Gruppen, wobei eine Kategorie selbst wiederum aus komplizierten Unterkategorien besteht, von denen wir nur die einfachste ganz kurz gestreift haben. Und wobei man auch erwähnen sollte, dass diese saubere Einteilung neueren Datums ist. Sie wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und nach herausgearbeitet. Allerdings ahnte man vielleicht schon zu Hölders Zeiten, dass die Klassifikation schwieriger werden würde. Man kannte seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein paar Gruppen, die nicht ins Bild passten. Das war der Anfang der Geschichte der sogenannten sporadischen Gruppen, die erst über 100 Jahre später mit der Monstergruppe enden sollte. Als sporadisch bezeichnet man endliche einfache Gruppen, die nicht in dem vorhin gezeigten Schema auftauchen. Sie gehören nicht zu einer der unendlichen Klassen, sondern sind solitäre, die sich einer Einordnung widersetzen. Die Geschichte beginnt mit dem französischen Mathematiker und Physiker Émile Mathieu, der in 2 Artikeln 1861 und 1873 insgesamt 5 neue Gruppen vorstellte. Die werden heute Mathieu-Gruppen genannt und mit Kürzeln wie M11 bezeichnet. Allerdings waren seine Artikel offenbar nicht sehr klar formuliert und es wurde lange bezweifelt, ob diese Gruppen überhaupt existierten. Diese Zweifel wurden erst endgültig 1938 dadurch beseitigt, dass der deutsche Mathematiker Ernst Witt explizite Konstruktionen der Mathieu-Gruppen angeben konnte. Inzwischen kennt man verschiedene Möglichkeiten, diese Gruppen zu konstruieren und eine von denen möchte ich Ihnen zumindest für eine der Gruppen andeuten. Wir werden danach sehen, dass für die meisten sporadischen Gruppen keinerlei Hoffnung besteht, sie mal eben kurz in einem Video abzufackeln. Aber ganz ohne Mathematik will ich mich auch nicht durch diese Geschichte hangeln. Vielleicht haben Sie vorhin, als es um endliche Geometrie ging, gedacht, dass das eine typische esoterische Spielerei von Mathematikern sein muss. Und das war es wohl anfangs auch. Allerdings haben sich, wie es so oft der Fall ist, inzwischen dafür eine ganze Reihe von Anwendungen ergeben. Beispiele dafür sind die Versuchsplanung und die Kodierungstheorie, der wir uns nun zuwenden. In der Kodierungstheorie geht es darum, wie beim Versenden von Nachrichten Übertragungsfehler erkannt und eventuell sogar automatisch behoben werden können. In der Playlist zu meinem Buch Konkrete Mathematik gibt es dazu diverse Beispiele aus der Praxis. Wir werden uns für dieses Video
auf Nachrichten konzentrieren, die aus Bits, also aus Nullen und Einsen bestehen, wie es heutzutage ja gang und gäbe ist. Außerdem fangen wir ganz bescheiden an und versenden Nachrichten, die nur aus 3 Bits bestehen. Wenn man so ein Verfahren entwirft, muss man sich vorher immer überlegen, welche Fehler und wie viele Fehler man erkennen oder korrigieren will. Kein Verfahren der Welt kann alle denkbaren Fehler abfangen. In der Praxis der digitalen Nachrichtenübertragung geht man im Allgemeinen davon aus, dass eine bestimmte maximale Anzahl von Bits falsch sein kann. Da sind wir auch ganz bescheiden und begnügen uns damit, ein falsches Bit irgendwo in unserer 3-Bit-Nachricht erkennen zu können. Ich habe deshalb so kleine Zahlen genommen, weil man das dann gerade noch visualisieren kann. Dafür stellen wir uns einen dreidimensionalen Raum vor. Aber nicht den üblichen, in dem die Achsen mit reellen Zahlen beschriftet sind. Wir betreiben endliche Geometrie. Für jede Richtung des Raumes gibt es bei uns nur 2 Koordinaten, 0 und 1. Rein technisch arbeiten wir also nicht im Vektorraum R hoch 3, sondern in Z2 hoch 3. Unsere dreidimensionale Welt besteht also nur aus 8 Punkten und deren Koordinaten entsprechen genau den 8 möglichen Nachrichten, die man mit 3 Bits verschicken kann. Entscheidend ist nun die folgende Beobachtung. 2 benachbarte Punkte, also 2 Punkte, die durch eine Kante des Würfels verbunden sind, unterscheiden sich immer durch genau 1 Bit. Anders ausgedrückt, ein Übertragungsfehler von 1 Bit entspricht einer Bewegung entlang einer der Achsen um die Einheit 1. Wir setzen jetzt fest, dass die 4 blauen Punkte legale Nachrichten sind und die anderen 4 nicht. Damit können wir garantiert einzelne Bitfehler erkennen, weil man von einem der blauen Punkte zu einem anderen nur dadurch kommen kann, dass man mindestens 2 Kanten durchläuft, was einer Änderung von mindestens 2 Bits entspricht. Allerdings können wir mit diesem Verfahren zwar Fehler erkennen, sie aber nicht automatisch korrigieren. Wird die Nachricht 010 empfangen, die dem roten Punkt entspricht, so weiß der Empfänger, dass ein Fehler aufgetreten ist. Aber er weiß nicht, welcher Fehler aufgetreten ist. Es könnte sein, dass 011 verschickt wurde und das 3. Bit gekippt ist. Aber vielleicht wurde auch 110 verschickt und das 1. Bit ist falsch. Oder sollte eigentlich 000 versandt werden? Alle 3 Nachrichten sind nur eine Kante von 010 entfernt. Was muss man tun, um Fehler korrigieren zu können? Man lässt noch weniger legale Nachrichten zu. Jetzt stehen nur noch die beiden hellblauen Punkte für fehlerfreie Nachrichten. Wird nun 010 empfangen, so weiß man nicht nur, dass das falsch ist, sondern man weiß auch, dass 010 dichter an 000 als an 111 liegt. Wenn wir nach wie vor davon ausgehen, dass maximal 1 Bit falsch ist, dann muss die richtige Nachricht 000 gewesen sein. Das ist eigentlich schon die wesentliche Theorie. Will man Fehler erkennen oder gar korrigieren können, so muss man Redundanz einbauen. Man muss ein paar extra Bits verschicken. In unserem ersten Beispiel gab es nur 4 legale Nachrichten, für die 2 Bits eigentlich gereicht hätten. Wir müssen aber 3 Bits verschicken, um Fehler erkennen zu können. Im zweiten Beispiel ist die eigentliche Nachricht sogar nur 1 Bit wert und die anderen beiden Bits sind für die Korrektur zuständig. Natürlich will im wirklichen Leben niemand nur 3 Bits verschicken. Die Herausforderung ist, Verfahren zu konstruieren, bei denen man lange Nachrichten verschicken und möglichst viele Fehler abfangen kann, ohne dass man allzu viele Sicherheitsbits spendieren muss. Dafür gibt es inzwischen sehr clevere Verfahren, aber sie lassen sich nicht mehr visualisieren. Wir brauchten 3 Dimensionen für 3 Bits und wenn es mehr als 3 Bits sind, dann war es das mit unserer Vorstellungskraft. Statt einer Grafik zeige ich Ihnen daher ein Programm in der Sprache Julia, weil es hier ja auch um ganz praktische Themen geht. Wenn Sie die Funktion CodeWords aufrufen, dann wird die schon ein paar Sekunden brauchen, bis sie antwortet. Aber dann wird sie Ihnen die 4096 erlaubten Nachrichten des sogenannten Golai-Codes G24 ausspucken. Diesen Code hat sich der Schweizer Marcel Golai 1949 ausgedacht und er spielt in der Codierungstheorie eine ziemlich wichtige Rolle. Er besteht aus 24-Bit-Sequenzen. Weil es 2 hoch 12 erlaubte Codewörter gibt, werden 12 Bits für die eigentliche Nachricht verwendet und die anderen 12 Bits für die Fehlerkorrektur. Dafür kann der Code allerdings auch bis zu 3 falsche Bits korrigieren und sogar bis zu 7 falsche Bits erkennen. Aus der Sicht der endlichen Geometrie haben wir es mit einem 24-dimensionalen Vektorraum zu tun und die Codewörter bilden einen 12-dimensionalen Untervektorraum. Wenn Sie sich ein bisschen mit linearer Algebra auskennen, dann spulen Sie vielleicht kurz zurück und schauen sich den Code nochmal an. Dort wird rekursiv eine Basis dieses Untervektorraums konstruiert, wobei jedes hinzugefügte Basiselement immer mindestens 8 Bits von dem bereits konstruierten Unterraum entfernt ist. Okay, das ist ja alles sehr beeindruckend, aber geht es in diesem Video nicht um Gruppen? Stimmt, das habe ich nicht vergessen.
Die Golay-Codes, es gibt mehrere, hängen eng zusammen mit den Mathieu-Gruppen. Konkret ist die Gruppe der Automorphismen von G24 die Mathieu-Gruppe M24. Wie ist das gemeint? Betrachten Sie alle möglichen Vertauschungen, also Permutationen der 24-Bit-Positionen. Das sind 24 Fakultät, ungefähr 6 mal 10 hoch 23 bzw. ziemlich genau die Avogadro-Konstante, die Anzahl der Moleküle in 18 Milliliter Wasser. Auf jeden Fall eine unvorstellbar große Zahl. Und nun greifen Sie sich die Permutationen heraus, die den Golay-Code nicht beschädigen. In der Grafik sehen Sie zwei erlaubte Codewörter, die mein Programm geliefert hat, und die Wirkung einer Permutation auf sie. Es gehen immer Einsen auf Einsen und Nullen auf Nullen, sodass im Endeffekt aus einem Codewort ein anderes Codewort wird. Würde diese Permutation das mit allen Codewörtern machen, dann würde sie zur Automorphismengruppe gehören. Wie viele Permutationen tun das? Weniger als die Hälfte von einem Billiardstel aller Permutationen. Das klingt nach ziemlich wenig, aber weil es so viele Permutationen gibt, bleiben immer noch 244.823.040 übrig. Das ist die Ordnung der Gruppe M12. Im Vergleich zu den 168 Kollineationen der Fano-Ebene ist das unglaublich groß. Wir werden jedoch gleich sehen, dass M12 für eine sporadische Gruppe geradezu winzig ist. Vorher aber noch ein paar Sätze zur Geschichte. Nachdem Mathieu seine fünf Gruppen gefunden hatte, tat sich nämlich an dieser Front zunächst mal über 100 Jahre gar nichts. Bis 1965 der kroatische Mathematiker Zvonimir Janko wieder eine sporadische Gruppe fand und kurz danach noch zwei weitere prognostizierte. Diese Gruppen werden inzwischen J1 bis J3 genannt. Und etwa 10 Jahre später entdeckte Janko, inzwischen Professor in Heidelberg, die letzte sporadische Gruppe, natürlich heißt die J4, und markierte damit sowohl den Anfangs- als auch den Endpunkt der Suche nach sporadischen Gruppen im letzten Jahrhundert. Ich sollte aber vielleicht noch etwas zum Wort prognostizieren sagen. Janko bewies die Existenz von J1, aber für J2 und J3 lieferte er nur eine Begründung. Die Existenz dieser Gruppen wurde erst später von anderen Mathematikern nachgewiesen. Ähnlich war es ja schon mit Mathieu und Witt, und in den folgenden Jahren passierte so etwas durchaus noch öfter. Manche Gruppentheoretiker kamen, zum Beispiel bei der Suche nach einem Gegenbeispiel, auf bestimmte Gruppen, aber die tatsächliche Konstruktion erfolgte dann teilweise erst ein paar Jahre später, manchmal auch mit Hilfe von Computern. Auf jeden Fall fand in den Jahren nach Jankos Entdeckung eine regelrechte Jagd auf sporadische Gruppen statt, an der sich viele Mathematiker beteiligten. Nicht ganz unwichtig für die Motivation war dabei wohl, dass man sich als Entdecker eines dieser seltenen Exemplare recht sicher sein konnte, seinen Namen damit zu verewigen. Das J in J1 bis J4 steht natürlich für Janko. Und ebenso trugen sich der im letzten Jahr an den Folgen von Covid-19 gestorbene Engländer John Conway, hier abgebildet, sowie der deutsche Bernd Fischer in diese Liste ein. Beide entdeckten sogar jeweils drei sporadische Gruppen in einem Jahr. Weitere erfolgreiche Jäger waren der deutsche Dieter Held, der Amerikaner Richard Lyons, der Japaner Michio Suzuki und diverse andere. Im Endeffekt kam man auf 26 sporadische Gruppen. Zusätzlich gibt es noch die sogenannte Tietz-Gruppe, bei der sich die Experten nicht ganz einig sind, ob man sie als sporadisch bezeichnen soll. Das soll aber nicht unsere Sorge sein. Wir schauen uns stattdessen diese Übersicht an. Da habe ich alle sporadischen Gruppen zusammengefasst. Die vertikale Achse ist die Zeit, die von oben nach unten läuft. Ganz oben stehen die fünf Mathieu-Gruppen aus dem 19. Jahrhundert, dann geht es 1965 weiter. Viel interessanter ist aber die horizontale Achse, die die Ordnung, also die Größe der Gruppen angibt. Beachten Sie, dass es sich um eine logarithmische Skala handelt. Jeder kleine Schritt nach rechts bedeutet eine Multiplikation mit dem Faktor 10. Nun sieht man, dass die Mathieu-Gruppe M24, über die wir vorhin kurz sprachen, mit ihren etwa 240 Millionen Elementen ein Winzling unter den sporadischen Gruppen ist. Die Gruppe M ganz rechts ist die sogenannte Monstergruppe. Sie hat eine Ordnung von etwa 8 mal 10 hoch 53. Das sind mehr Elemente, als die Erde Atome hat. Zur Monstergruppe gibt es gleich noch eine Folie. Vorher muss ich jedoch erklären, warum sechs Gruppen eine etwas hellere Farbe haben. Nachdem man sich ausführlicher mit der Monstergruppe beschäftigt hatte, stellte man fest, dass die meisten sporadischen Gruppen sich als Untergruppen der Monstergruppe oder als Untergruppen oder Faktorgruppen solcher Gruppen darstellen ließen, quasi als Kinder, Kindeskinder und so weiter. Robert Grice taufte diese Kollektion von Gruppen die Happy Family. Aber sechs Gruppen gehören nicht dazu.
Die nennen die Gruppentheoretiker die Parias. Jetzt ein paar Sätze zur Monstergruppe. Der bereits erwähnte Bernd Fischer war zusammen mit Mathieu der erfolgreichste Sammler von sporadischen Gruppen. Neben den drei nach ihm benannten Gruppen FI22 bis FI24 entdeckte er 1973 noch eine Gruppe mit ca. 4x10 hoch 33 Elementen, die man heute das Babymonster nennt. Und im selben Jahr entdeckten er und unabhängig davon auch der hier abgebildete Amerikaner Robert Grice das Monster. Die tatsächliche Konstruktion dieser Gruppe gelang erst 9 Jahre später und wurde auch durch Grice geleistet. Wenn man über die Monstergruppe spricht, ist man quasi verpflichtet, auch das seltsame Phänomen zu erwähnen, das John Conway Monstrous Moonshine getauft hat. Robert Grice konstruierte, übrigens mit Zettel und Stift und ohne Computerhilfe, die Monstergruppe in einem Raum der Dimension 196.883. Das war zwar erst 1982, aber bereits 1978 wusste man aufgrund gruppentheoretischer Überlegungen, dass diese Zahl eine wesentliche Rolle für das Monster spielte. In diesem Jahr las, sozusagen in seiner Freizeit, der britisch-kanadische Gruppentheoretiker John McKay einen Fachartikel über Zahlentheorie, die nicht zu seinen normalen Betätigungsfeldern gehörte. Dort ging es unter anderem um die sogenannte Kleinsche J-Funktion, die in der Theorie der elliptischen Funktionen und Modulformen wichtig ist. Und McKay las, dass in der Fourier-Entwicklung dieser Funktion der erste Koeffizient 196.884 ist. Moment mal, genau eins mehr als die Zahl der Monstergruppe? Natürlich könnte sowas ein Zufall sein, aber bei so unüblichen großen Zahlen schien McKay das sehr unwahrscheinlich zu sein. Er wandte sich mit dieser Beobachtung an den Amerikaner John Thompson, einen der Gurus der Gruppentheorie. Thompson waren noch weitere charakteristische Dimensionen der Monstergruppe bekannt. Und er verglich sie mit den anderen Fourier-Koeffizienten der J-Funktion. Das war keine so minimale Abweichung mehr wie am Anfang, aber die Zahlen waren sich trotzdem viel zu nah, um jetzt noch an Zufall zu glauben. Und nach ein bisschen Rumprobieren erkannte Thompson, dass zwischen beiden Zahlenreihen tatsächlich ein ganz enger Zusammenhang bestand. Es gibt noch eine weitere seltsame Koinzidenz. 1975 hatte der amerikanische Zahlentheoretiker Andrew Ogg eine Menge von Zahlen identifiziert, die für die J-Funktion eine wesentliche Rolle spielen. Es handelte sich um genau die 15 Zahlen, die man hier sieht und die man inzwischen als supersinguläre Primzahlen bezeichnet. Und so sieht die Primfaktorzerlegung der Ordnung der Monstergruppe aus. Sehen Sie es? Niemand hatte dafür eine Erklärung. Die Werte kamen aus scheinbar völlig unterschiedlichen Bereichen der Mathematik, aber offenbar gab es da eine tiefe Verbindung, die bisher niemand gesehen hatte. Ich lasse Sie an dieser Stelle an der Klippe hängen und sage nur noch, dass die Frage 1992 von dem Briten Richard Borchardt beantwortet wurde, der dafür eine Fields-Medaille erhielt. Überraschenderweise verwendete er unter anderem Methoden aus der Stringtheorie, also der Physik. Und trotz der Antwort bleibt die Monstergruppe eines der mysteriösesten Objekte der gesamten Mathematik. Mehr dazu in den Buchempfehlungen am Ende. Wir können nun aber die Geschichte des Beweises, der der Aufhänger des Videos war, zusammenfassen und abschließen. Natürlich kann das nur ein grober Überblick werden, das haben Sie sich sicher schon gedacht. Ganz am Anfang der Geschichte steht wohl Galois, der als Teenager alle grundlegenden Konzepte erkannt und auch schon die ersten einfachen Gruppen beschrieben hatte. Etwa 30 Jahre später entdeckte Mathieu dann die ersten sporadischen Gruppen. Natürlich wurden die damals noch nicht so genannt und auch ihre Bedeutung war unklar. Wir erinnern uns, dass man sogar lange an der Existenz dieser Gruppen zweifelte. In seinem richtungsweisenden Lehrbuch von 1870 wies Camille Jordan dann wohl als erster auf die Wichtigkeit der einfachen Gruppen hin. Und 1892 stellte Otto Hölder die Frage, mit der das Video begann. Sicher ohne zu ahnen, dass die Suche nach der Antwort die Gruppentheoretiker fast das gesamte 20. Jahrhundert beschäftigen würde. In den Jahrzehnten nach Hölders Veröffentlichung nahm die Forschung in diesem Bereich immer mehr Fahrt auf. Ich möchte Sie jetzt aber nicht mit Unmengen technischer Details langweilen. Im englischsprachigen Wikipedia finden Sie bei Interesse eine sehr ausführliche Zeittafel. Ich habe als nächste Markierung das Jahr 1965 gewählt, die Entdeckung der sporadischen Gruppe J1 durch Janko. Die sporadischen Gruppen haben offensichtlich die ohnehin komplizierte Arbeit an der Klassifikation ganz erheblich erschwert. Im folgenden Jahrzehnt tauchten immer weitere auf und die typischerweise langen Beweise in diesem Bereich der Mathematik wurden immer länger, weil man immer mehr Ausnahmefälle separat behandeln musste. Auch war natürlich lange nicht klar,
mit wie vielen weiteren Ausnahmen man noch rechnen musste. Als eine zentrale Figur erwies sich schließlich der Amerikaner Daniel Gorenstein, der sich ab etwa 1960 mit endlichen einfachen Gruppen beschäftigte. Er war nicht nur in seiner Rolle als forschender Mathematiker wichtig, sondern vielleicht noch mehr als Organisator und energischer Motivator. 1972 stellte er einen detaillierten 16-Stufen-Plan für die endgültige Klärung der Klassifikation auf, die er scherzhaft den 30-jährigen Krieg nannte. Und er schaffte es, so ziemlich alle aktiv an dieser Frage arbeitenden Kollegen weltweit dazu zu bringen, die Punkte dieses Plans abzuarbeiten. Bei ihm liefen in den folgenden Jahren alle Fäden zusammen. Er hatte den Überblick über das Gesamtprojekt und delegierte und koordinierte. 1976 wurden dann, das wissen wir bereits, die letzten sporadischen Gruppen gefunden. Dass das wirklich die letzten waren, musste natürlich noch bewiesen werden. 1983 war es schließlich soweit. Gorenstein verkündete, das Projekt sei erfolgreich beendet worden. Es gibt unterschiedliche Schätzungen darüber, welchen Umfang der komplette Beweis hat, aber im Großen und Ganzen nehmen sie sich nicht viel. Die entsprechende Zusammenfassung auf Wikipedia lautet folgendermaßen. Der Beweis verteilt sich auf über 500 Fachartikeln mit zusammen fast 15.000 gedruckten Seiten. Es sind aber nicht alle Beweise auch publiziert worden. Über 100 Mathematiker waren von Ende der 1920er bis Anfang der 1980er Jahre daran beteiligt. Ich finde das schon sehr beeindruckend. Und ob es nun 14.000 oder 16.000 Seiten sind, niemand bezweifelt, dass dies der mit Abstand längste Beweis aller Zeiten ist. Übrigens stellte sich heraus, dass Gorenstein etwas zu optimistisch war. Nach seiner Ankündigung wurden noch Lücken im Beweis gefunden, die endgültig erst mit zwei Fachartikeln Anfang der 2000er Jahre geschlossen wurden. Bezeichnenderweise hatte alleine einer dieser Artikel einen Umfang von 1200 Seiten. Das Ergebnis der ganzen Arbeit ist dieser Satz, den wir am Anfang schon sahen. Ich hoffe, Ihnen ist durch das Video wie versprochen klar geworden, worum es hier geht. Gorenstein und seine Kollegen Richard Lyons und Ronald Solomon begannen kurz nach der Beendigung des großen Projekts mit der Arbeit an einem vereinfachten Beweis, den man nach ihren Namen inzwischen GLS-Proof nennt. Dieser Beweis sollte nur noch etwa 5000 Seiten lang sein. Der erste Band wurde 1994 nach dem Tod von Gorenstein veröffentlicht und der Beweis ist auch heute, ein Vierteljahrhundert später, nicht abgeschlossen. Auf jeden Fall ist aber bereits klar, dass auch der kurze Beweis länger als 5000 Seiten sein wird. Den eben genannten 100 Mathematikern kann man unmöglich in einem Video gerecht werden. Ich nenne deshalb abschließend nur noch 6, die in der Geschichte bisher vielleicht zu kurz kamen. Auch deshalb, weil meine liebe Frau netterweise unermüdlich Porträts von Mathematikern beisteuert, die natürlich auch gezeigt werden wollen. Experten, die sich das anschauen, werden sehr wahrscheinlich Menschen nennen können, die man auch unbedingt hätte zeigen sollen. Aber sei es drum, man kann es nie jedem recht machen. Der Norweger Ludwig Sylow war hauptsächlich im 19. Jahrhundert aktiv und sicher kein Teil des großen Klassifikationsprojektes. Aber er bewies Sätze, die für das Projekt wichtig waren. Während der Satz von Lagrange eine auf der Gruppenordnung basierende notwendige Bedingung dafür ist, dass eine Teilmenge eine Untergruppe sein kann, liefern die sogenannten Sylow-Sätze unter anderem hinreichende Bedingungen für die Existenz von Untergruppen und können manchmal dafür verwendet werden, zu zeigen, dass gewisse Gruppen nicht einfach sind. Der Engländer William Burnside war 20 Jahre jünger als Sylow und hat die bis dahin in seiner Heimat eher stiefmütterlich behandelte Gruppentheorie durch das erste englische Lehrbuch zum Thema popularisiert. Relevant für die Klassifikation ist insbesondere der nach ihm benannte Satz, aus dem folgt, dass die Ordnung jeder einfachen Gruppe, die nicht abelsch ist, durch mindestens drei verschiedene Primzahlen teilbar sein muss. Der Österreicher Walter Veit war einer der vielen Mathematiker, die in den 1930er Jahren vor den Nazis aus Europa geflohen sind. Zusammen mit dem im Rahmen der Monster Story bereits erwähnten Amerikaner John Griggs Thompson bewies Veit 1963 einen inzwischen nach den beiden benannten Satz, der eine zentrale Rolle im Klassifikationsprogramm einnimmt und den viele als eigentlichen Startschuss des Programms ansehen. Der Belgier Jacques Tietz wurde zusammen mit Thomson 2008 mit dem Abel-Preis ausgezeichnet. Dadurch wurden die beiden als zwei der wichtigsten Algebraiker des 20. Jahrhunderts gewürdigt. Nach Tietz ist auch die eine Gruppe benannt, bei der keine Einigkeit darüber besteht, ob man sie als sporadisch bezeichnen soll. Schließlich muss man auf jeden Fall noch den Amerikaner Michael Aschbacher nennen. Er begann in den 1970er Jahren an der Klassifikation mitzuarbeiten und wurde einerseits nach und nach neben Gorenstein die zweite treibende Kraft und hat andererseits wohl selbst qualitativ und quantitativ am meisten zum gesamten Beweis beigetragen. Und damit möchte ich diese lange Geschichte beenden. Zum Schluss, wie versprochen, noch ein paar Buchempfehlungen.
Das erste Buch ist für die typischen Zuschauer meiner Videos nicht ganz ernst gemeint. Es ist eher etwas für eine kleine Gruppe von Experten. 1985 brachte ein Team von Mathematikern um den erwähnten John Conway eine Übersicht über wichtige endliche Gruppen heraus. Das ist der sogenannte Atlas, ein spiralgebundenes Werk, dessen Format größer als DIN A3 ist und mit dem Menschen wie Sie und ich wohl nicht viel werden anfangen können. Viele Seiten sind beispielsweise komplett mit Tabellen gefüllt, den sogenannten Charaktertafeln der jeweiligen Gruppen. Erwähnenswert ist allerdings, das fand auch Conway besonders schön, dass alle fünf Autoren zwei Vornamen haben und einen Nachnamen, der aus 6 Buchstaben besteht. Außerdem entspricht die Reihenfolge, in der sie zu diesem Projekt gestoßen sind, auch exakt der alphabetischen Reihenfolge ihrer Nachnamen. So entsteht das Quadrat auf dem Cover, das selbst wie eine kleine Charaktertafel aussieht. 2003 kam noch einmal eine überarbeitete Version des Atlas heraus, aber inzwischen sucht man solche Informationen ja eher im Internet. Falls Sie sich das wirklich antun wollen, sehen Sie unten die URL der dritten Version des Atlas. Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen wollen, dann eignen sich als Einstieg aber eher die beiden hier gezeigten Bücher. Das Buch rechts gibt es auch unter dem Titel Symmetry und entsprechend gibt es auch für die deutsche Ausgabe zwei verschiedene Titel, die beide auf der Folie stehen. Von dem Buch links gibt es meines Wissens keine deutsche Übersetzung. Beides sind typische populärwissenschaftliche Bücher, die eine spannende Geschichte erzählen, sich aber scheuen, Formeln und mathematische Details zu präsentieren, um den Leser nicht abzuschrecken. Die Story an sich ist logischerweise in beiden Fällen recht ähnlich. Also reicht wohl eines der Bücher. Ich habe dennoch beide gelesen und meine persönliche Einschätzung ist, dass Du Sautoir besser schreiben kann, während Ronan dafür bei den letzten Jahrzehnten der Story mehr Insider-Informationen liefern kann, weil er teilweise selbst dabei war. Diese beiden Bücher sind auch im weiteren Sinne populärwissenschaftlich, gehen aber mathematisch deutlich mehr zur Sache. Man sieht ja auch, dass sie eher nach Lehrbüchern aussehen. In beiden geht es nicht spezifisch um Gruppen, sondern um einen allgemeinen Überblick über interessante Mathematik der letzten Jahrhunderte, aber viele der heute angesprochenen Themen spielen in diesen Büchern eine prominente Rolle. Anders als bei Ronan und Du Sautoir stehen jedoch nicht Personen und Anekdoten im Mittelpunkt, sondern wirklich die Mathematik. Dafür müssen die Leserinnen und Leser aber auch schon eine gewisse mathematische Reife mitbringen. Nach meiner Einschätzung bei Eschenburgs Buch noch mehr als bei Stillwell. Zu John Stillwell, einem australischen Mathematiker, möchte ich noch ergänzen, dass er für mich einer der besten Autoren für zugängliche Mathematik überhaupt ist. Er kann wunderbar erklären, ohne dabei über Einzelheiten einfach hinwegzuhuschen, und er hat viele gute Bücher zu ganz unterschiedlichen Themenkreisen geschrieben, die man eigentlich durchweg alle empfehlen kann. Und wenn das noch nicht genug Literatur war, dann lesen Sie danach vielleicht noch dieses Buch.